Jawohl, hallihallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Endgeräten. Es ist mal wieder Zeit für das Topspiel der dritten Bundesliga, beziehungsweise wir haben ja zwei dieses Mal. Aber das eine ist jetzt schon vergangen, das andere kommt jetzt noch an diesem wunderschönen Sonntag. Und zwar ja. Der FC Magdeburg gegen Waldhof Mannheim. Tja, das heißt, tabellarisch Erster gegen den Dritten. 41 Punkte unangestritten auf dem ersten Tabellenplatz der FC Magdeburg. Da läuft's einfach. Und Waldhof mit 34 Zählern, ja, auf dem Relegationsplatz, ne, dahinter lauter Jäger, die natürlich auch auf den Platz noch gerne vorrücken würden, in dieser Winterpause überwintern würden auf diesem Platz. Das wird aber auch gerne Mannheim und die werden alles in die Waagschale setzen, um da auf jeden Fall da drin zu bleiben. Ja, deswegen, da gucken wir mal. Ja. Okay. Genau. So. Waldhof habe ich selber noch nicht gespielt, aus Gründen. Ja, es tut mir auch sehr leid, dass du dir jetzt. Ja, alles gut. Ich brauche gar nichts zu ändern, bei mir ist alles safe. Es ist halt mal ein Top-Spiel und dann macht man das auch. So, dann gucken wir mal. An diesem wunderschönen vierten Advent. So sieht es nämlich aus. Wie schnell war der wieder da, ne? Krass. Ja, heftig, ne? Ja. Heftig. Dann gucken wir mal. Laden wir da noch jemand dazu? Oder machen wir das erstmal so? Sommer. Der YouTuber ist auf der Bank. Ist auch okay. Ostli ist da einfach auf der jetzt besser verlat. Höger hat jetzt ja auch wieder oder bekommt wieder ein Spiel. Face hatte ja schon eins, weil er ja schon höherklassig gespielt hat. Und ja, naja. Aber ich würde sagen, das können wir erstmal so lassen. Deswegen bleibt das so eingeloggt und dann können wir direkt in medias res gehen. Arena. Ja. Die Waldhöfer haben Anstoß und gleich mal schon ein Fehlpass, aber da haben sie wieder gut gemacht. Oh, und Verlatt hauten raus. Oh, Cosby, auch gut umstellt. Aber da hat er es zu gut gemeint. Sagiri. Abseits. Okay. Habe ich gar nicht gesehen. So. Und Verlatt klärt zur ersten Ecke. Oh, das geht so doll. Der Kopfball. Die haben die Mannheimer versuchen einen ruhigen Spielaufbau, aber die Magdeburger sind schon wieder im Vollangriffsmodus. Jetzt vielleicht. Oh, das ist gar nicht schlecht. Und die Mannheimer machen das Tor. Oh, da kommen wir einmal nach vorne, ne? Ja.
Da kommt er einmal nach vorne und dann rappelt's im Kasten. Es rappelt in den Kasten. Es rappelt im Karton, genau. In der Kiste, nee. So. Da. Oh. Ach ja. Können wir auch mal machen. Der Libero in Form des Torwarts wird immer wieder neu geschrieben. Oh, jetzt müssen wir aber aufpassen. Was gibt's jetzt? Was da? Tja. Ich weiß nicht, was die da für so komische Sachen sehen. Verlat. Was ist denn jetzt schon wieder Abseits oder was? Ach. Eieiei. Ecke gerettet. Oh. Das ist kein Abseits oder was? Ein Scheiß ist das. Oi. Der Franzose, der Baragler, hat getroffen. Le Beau. Habe ich wieder ausgesprochen? Klar. So, Magdeburg. Sonst immer so dominant daheim. Jetzt schon nach 20 Minuten 2-0 im Rückstand. Auch Attik schaut da nicht schlecht. Alter, wie schlecht ist denn das? Gar nicht hinterher. Oh. Ich habe gedacht, das ist bestimmt abseits, wenn ich jetzt zum anderen spiele. Hm. Alter, dass man sowas nicht, dass man da nichts draus macht, ey. Das ist doch scheiße. Blind muss man denn sein? Ah! Reimann mit einem weiten Abschlag. Oh, der war zu ungenau. Jetzt aber. Jetzt vielleicht mit einem schnellen Konter, die Magdeburger. Jetzt, der kommt gut und der ist drin. Jawohl. So einfach kann dann Fußball gehen, wenn es dann funktioniert. Schuler. Ja. Steht da vollkommen frei. Das müssen sie sich ankreiden lassen. Das hätte nicht so sein dürfen. Vor allem gerade zwei Hochchancen verbraten zum 3-0. Und jetzt sind die Magdeburger wieder dran. Halbe Stunde gespielt. Höger. Ey, nimm ihn doch in der Hand, ey. Warum macht man das? Eieiei. Königsmann. Sehr gut.
Rüdiger, wer da bedrängt? Hätte da auch vielleicht mal zum Abschluss kommen sollen. So, wieder abgenommen. Oh, da gibt es auf jeden Fall einen Foul. Oh, nein! Puh, Glück für Mannheim, dass da nicht mehr draus gemacht worden ist. Da ist er noch dran. Mann, was brauchst du denn noch? Ja, genau. Einfach mal auch noch schön zum Gegner, ey. Es ist so. Das gibt noch mal Ecke. Können die Magdeburger noch mal rankommen in der Halbzeit? Da gibt's sogar schon. Erste Auswechslung, oha. Was ist denn das? Okay. Und so geht Waldhof Mannheim mit einer schmalen Führung in die Halbzeit. Magdeburg kam da nochmal ran, aber schon viel Glück gehabt. Aber auch auf der anderen Seite hätten sie auch schon den Ausgleich machen können. Da fehlt momentan die gewisse Durchschlagkraft, die sie eigentlich bisher in dieser Saison noch nicht so vermissen haben lassen. Aber vielleicht ist das schon die gewisse Wintermüdigkeit. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man munkelt nur. Waldhof will auf jeden Fall auf einem guten Platz überwintern, wenn möglich halt auf dem Relegationsplatz. Das würde die Mannheimer Fans zum Träumen anlassen, was dann die Rückrunde angehen würde. Was ist denn das? Wenn wir auf einmal abkommen. Also, ich will unbedingt hier VAR drin haben. Das gibt's schon langsam nicht mehr hier, diese ganze Scheiße. So. Und wieder Ecke für Magdeburg. Aber erneut ein Mannheimer am Ball. Und der kommt! Und! Da ist es dann, das 2:2. Getroffen. Eine Chance für Königsmann. So, Magdeburg wieder dran, Mannheim 1:2 Vorsprung erstmal verspielt. Alter, dass man so leicht den Ball verliert, ey, das gibt es doch einfach nicht. Manchmal echt. Ja. Wo will er denn hin, Artig?
Ach, come on. Was ist denn das? Ah ja, und dann, ach, come on, dann sowas, ey. Das ist doch echt. Ach ja. Ja, genau, also die gehen da einfach durch. Gehen einfach durch. Gehen einfach durch. Tja. Ach, okay. Ey. Komm schon. Ja, jetzt sind die wieder komplett von der Rolle. Ja. Alter Falter, ey, das. Und Tee. Erste Halbzeit immer wunderbar, zweite Halbzeit ist komplett wieder für den Arsch. Komplett wieder für den Arsch. Als wenn es vorprogrammiert. Das ist. Würde mich nicht wundern, wenn das jetzt wieder 6-2 ausgeht. Alles klar. Hast du das gesehen gerade? Zwei ja. Aus normalerweise, ne? Aber okay. Ist in Ordnung. Schön. Körper kommt. Alles wird gedreht. Körper eingesetzt. Hier, diese Abpraller, die sind halt auch immer. Ne? Ja, die sind das richtig ist beschissen mittlerweile geworden. Ja. Kann vielleicht Mannheim noch was machen? Komm noch mal ran. War ich schon in den Reus hier.
Strohmeier verletzt. Oh, come on. Oh, ey, die Grätsche habe ich eine halbe Stunde vorher gemacht. Da ist noch nicht gefallen. Und dann fällt er. Und dann ist es ein Freistoß. Das ist ein Scheiß hier, ey. Ganz ehrlich. So ein Drecksspiel, ey. Okay. Was ist denn da? Ey, ich drück. Nee. Sieht im Ansatz schon, dass das auf ein 4-4 hinausläuft. Ja, weil EA das einfach so will. Nee. Boah. Das war jetzt eine Notbremse, das musste ich machen. Uiuiui, Andreas Müller. Ja, musst du machen. Isarwisch. Auch Isarwisch. Ja, und das war's. 4-3, meine Fresse, Magdeburg. Kommt nochmal fulminant in der zweiten Halbzeit zurück und schlägt Waldhof Mannheim. Baut damit die Führung weiter aus und ja, müsste schon mit dem Teufel zu gehen. Da müssten sie schon wirklich viel Mist bauen in der Rückrunde, wenn das nicht mit dem Aufstieg und nicht sogar mit der zweiten, dritten Liga-Meisterschaft gekrönt werden würde. Ja, Mannheim. Gut gespielte erste Halbzeit, war wirklich da, wo sie sein sollten. Haben eventuell auch Magdeburg empfindlich getroffen, gerade am Anfang, weil das ist ja eigentlich eher so ihre Startzeit, dass sie erstmal den Gegner unter Druck setzen und da haben sie gut dagegen gehalten. Aber letztendlich hat Magdeburg das Spiel gedreht, der Trainer die richtigen Worte gefunden und somit das Spiel auf 4-3 gebracht. Waldhof stets bemüht, aber leider Gottes dann doch nicht die nötigen Punkte gemacht, leider Gottes. So muss man es halt sagen. Schnabbi, was ist dein Fazit? Ja, glücklich. Also es war doch glücklich für Magdeburg. Erste Halbzeit war Magdeburg gar nicht vorhanden und ja, zweite Halbzeit sind sie zum Glück nochmal wieder rechtzeitig zurückgekommen. Aber es war auch doch mit Dusel, muss man. Auf jeden Fall. Das unterschreibe ich so, wie es ist, ja. Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Ja, liebe Leute von heute, das ist unser letztes. Das war's. Das war's. Das war die letzte Spielprognose in diesem Jahr. Es ist aus. Es ist vorbei. Das Spiel ist aus. Ja. Nächstes Jahr müssen wir dann mal gucken, ja, aufgrund beruflicher Dingens, ne? Ja. Wird es hier und da eventuell erstmal keine Spielprognose geben, aber wir werden sehen, wie es im Januar sollte es noch klappen. Im Januar wird es noch klappen, danach wird es eventuell ein bisschen schwierig, weil der Schnabbi dann beruflich wieder unterwegs ist und dann, ja, schauen wir mal, ne? Ob wir da einen neuen Transfer machen. Nein, Spaß. Nein. Aber natürlich nicht. Nein, und aber jetzt ist erstmal schöne Winterpause. Wir wünschen euch natürlich ein wundervolles Weihnachtsfest. Kommt auch gut ins neue Jahr. Lasst euch schön beschenken. Und genießt es einfach mit euren, mit eurer Familie, mit den Freunden, mit euren Kindern, wenn ihr welche habt. Ne?
Genießt die Zeit, es ist viel zu hektisch heutzutage, gerade Corona und so weiter und so fort, bestimmen eigentlich viel zu sehr unser Leben. Deswegen müssen wir diese Zeit mal innehalten und einfach mal genießen. Quality Time ist angesagt und ja. Schnappi, willst du noch irgendwas raushauen? Ja, ich will einfach nur nochmal an alle Danke sagen. War eine super Hinrunde, hat super Spaß gemacht und einen schönen Rutsch und frohe Weihnachten wünsche ich allen. Lasst es euch gut gehen. Genau. Sehr und genau. Bleibt gesund. So sieht's aus. Das Wichtigste, ne? Das ist das Wichtigste, weil Gesundheit kann man nicht schenken. So sieht's aus. In diesem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns wieder nächstes Jahr. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye. Tschüss.